Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei mir. Ihr wisst ja, sonst bin ich auf großer E.ON Deutschland Tour unterwegs mit dem E-Auto und besuche eigentlich andere und stelle nachhaltige und innovative Energieprojekte vor. Aber heute drehen wir den Spieß einfach mal um. Ihr seid bei Rudi und mir zu Hause und ich zeige euch unser nachhaltiges Haus. Also herzlich willkommen im fast fertigen Schönerhaus. Ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, dass wir alle zusammen, aber vor allem auch jeder für sich an einer nachhaltigeren Energiezukunft arbeiten können. Also mit Kleinigkeiten. Ne? Und gerade wenn man so was Großes schafft wie ein Haus, gibt es natürlich ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Dafür muss man auch kein Genie oder so sein. Man muss einfach nur drauf achten. Eigentlich ziemlich einfach. Schon während der gesamten Hausplanung war das Thema Nachhaltigkeit bei uns eigentlich super wichtig. Das ist ein KfW-Effizienzhaus 55 mit einer Top-Dämmung. Wir haben nur schadstofffreie Materialien verwendet, kurze Transportwege. Wir haben eine hochmoderne Wärmepumpenheizung unten im Keller. Wir haben eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Also alles ist darauf ausgebaut, wenig Energie zu verbrauchen. Von E-Mobilität bin ich ja spätestens seit der E.ON Deutschland Tour ein Riesenfan und deshalb war ein Elektroauto natürlich ein Muss und eine PV-Anlage oben auf dem Dach und die gucken wir uns jetzt an. Ta-ta-ta-ta. Darf ich vorstellen? Unsere PV-Anlage, 32 Module, 11,5 kW Peak und wie man sieht nichts. Ist nämlich oben auf dem Flachdach drauf. Und am Anfang, als wir das geplant haben, habe ich mir echt so ein paar Gedanken gemacht, wie läuft das alles und so. Und dann habe ich mich ganz einfach beraten lassen durch die Solarexperten von E.ON. Und am Ende musste ich mich selber eigentlich um nichts kümmern. E.ON bietet nämlich online einen Solarrechner an. Das heißt, ich gebe da meine Daten ein und dann wird sozusagen mein Solarpotenzial errechnet. Dann habe ich ein Angebot bekommen, das habe ich unterschrieben, dann wurde 2 Tage installiert und zack, ist eine riesengroße Fläche oben auf dem Dach, die eigentlich ungenutzt wäre, zu meinem eigenen Sonnenkraftwerk geworden. Ich produziere meinen eigenen Strom. Wie geil ist das denn? Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großer Fan von Elektromobilität bin. Und damit mein roter Flitzer auf der E.ON Deutschland Tour und auch mein privates Auto perfekt geladen werden, habe ich mir direkt von E.ON eine Wallbox installieren lassen. Und das ist das gute Stück. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie einfach das Laden geht. Tada, fertig. Und mit der Wallbox lässt sich das Auto jetzt schnell, sicher und komfortabel laden. 4,5-mal schneller als mit der normalen Haushaltssteckdose und vor allem mit echtem Ökostrom von da oben. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin jemand, der gerne selber rumbastelt, aber hier an der Wallbox darf man nicht selber rumbasteln, da braucht man einen Starkstromanschluss. Man kann auch auf der Webseite von E.ON direkt einen Online-Check für die Installation der Wallbox machen und dann bekommt man auch direkt ein Angebot vom Elektriker. Und das Schöne ist ja, wir müssen das nicht alleine machen, jeder für sich, sondern wir können das alle zusammen. Vor allem auch mit so Partnern wie E.ON an der Seite gestalten wir zusammen eine gemeinsame gute Energiezukunft. Wie ich das schon immer sage, das Wir bewegt einfach mehr. So Leute, das war's tatsächlich schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Rudi und ich, wir genießen jetzt noch die Sonne, denn die gibt nicht nur unserem Haus Energie, sondern auch uns beiden. Macht's gut. Tschüss.